Aus der Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung folgt, dass dem Einzelnen die Möglichkeit der freien Entfaltung der Persönlichkeit gesichert werden muss, vergleiche Artikel 2 Absatz 1. Für den politisch-sozialen Bereich ergibt sich daraus, dass der Einzelne in möglichst weitem Umfang an Entscheidungen für die Gesamtheit mitwirken soll. Der Einzelne heißt 80 Millionen und nicht 600 Leute in Berlin, die im richtigen Augenblick vielleicht mal den Arm heben oder wenn es noch nicht mal 600 sind, 300, 200 oder noch weniger. Der Staat ist verpflichtet, ihm dazu den Weg zu öffnen. Zitiert wieder ein Urteil. Selbstverwaltung und Demokratie haben hier eine ihrer Wurzeln. Das heißt, was der schlaue Mensch da vor 30 Jahren geschrieben hat, ist, jeder soll mal bei sich selber anfangen und dann fragen, ob das, was vielleicht irgendwie 200, 300 Leute in Berlin für 80 Millionen verbindlich regeln, so richtig sein könnte. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass das Grundgesetz meiner persönlichen Meinung nach in den ersten 40 Jahren der Bundesrepublik Deutschland wesentlich besser funktioniert hat, als ich das momentan in Erinnerung habe. Jetzt wird spannend, der Satz ist 30 Jahre alt. Die Würde des Menschen fordert, dass über die Rechte des Bürgers nicht einfach von der Obrigkeit verfügt wird. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, mich mit zwei Kästen Bier zuzusaufen, dann darf ich das, kann mir keiner verbieten. Wenn ich das Bedürfnis habe, zwischen die Kiefer zu schieben, kann mir das auch keiner verbieten. Aber wenn ich es wollte, kann es mir auch keiner verbieten und so weiter und so weiter. Und wenn ich mit dem Auto über die Autobahn rasen will mit 200, kann es mir einkaufen gehen will. Da kommen die freundlichen Leute mit den dicken Oberarmen und prügeln dich gerade mal raus. Habe ich erlebt. Ich auch schon, mehr als einmal. Das ist gegen die Würde des Menschen. Ja, schon 30 Jahre her. Der Einzelne ist nicht bloßes Objekt staatlicher Maßnahmen, wie noch im Polizeistaat des aufgeklärten Absolutismus, sondern soll vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen. Ich glaube, das habe ich wohl verpennt. Um Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können, zitiert ein Urteil, ihm ist deshalb das rechtliche Gehör zu gewähren. Ja, was der Herr Hesselberger da so schreibt, also wenn ihr zum Beispiel euren Briefkasten zu Hause aufmacht, ihr findet da einen gelben Umschlag, steht drin, Sie haben die Gelegenheit Stellung zu nehmen oder Sie können 100 Euro überweisen, damit ist die Sache erledigt. Ich denke, es geht noch wesentlich weiter als Ordnungswidrigkeit, ankreuzen, ja oder nein oder was auch immer.